Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühte iley ve merre leyali ve tuğlet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühte iley ve merre leyali ve tuğlet devam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühte iley ve merre leyali ve tuğlet devam. Muhammeden Resulullah. Salavatsız başlama hiçbir işe. Tarikatına sohbe hayruhu cemiya. Medet ya Sultanul Enbiya, medet ya Sultanul Evliya, ya Ricalallah. Ve bütün von dem Großschäfen Heiligen um Unterstützung, ihren Beistand, dass sie uns geben, was wir bedürftig sind. Das hier ist keine auswendig gelernte Ansprache. Mögen sie uns alles frisch geben, sodass wir uns immer wieder, immer von Neuem erfrischen, Miki, Hacı Mişail. Ya Ricalallah, Himmet. O ihr Gläubigen, o ihr törichte Menschen, was seid ihr für törichte Menschen, sodass ihr alle Wege, die ins Paradies führen, zumauert und alles, was in die Hölle führt, öffnet. Am Anfang hat der Herr den Verstand erschaffen. Für wen? Für dich. Und du hast keinen Nutzen von diesem Verstand. Alles, was in das Paradies führt, schiebst du zur Seite. Alle Wege blockierst du. Und alles, was in die Hölle führt, öffnest du. Und du rühmst dich mit deinem Verstand. Und ich bin der Klügste, ich bin der Zivilisierteste. Man, wo viele Menschen stehen vor den Grenzen USA, Europa, in Schlangen und flehen, betteln, dass sie reinkommen dürfen. Und da steht an der Grenze ganz groß geschrieben: No Visa. Kein Visa. Visa, ja? Visum. Keine Visum. Visa yok. Kein Eintritt, kein Zutritt. Niemand darf hier rein. Rausgehen
können sie reinkommen, dürfen sie nicht. Und alle Menschen stehen da vor diesen Grenzen und warten voller Hoffnung, dass sie eingeladen werden oder reingelassen werden. Und sowas von in Geduld. Sie schlafen in Schlamm, sie stehen im Schlamm, sie essen Schlamm und warten voller Geduld, dass sie vielleicht doch rein können. Warum? Warum tun sie sich das an? Halt ihr auf. Sie haben Hoffnung auf ein besseres Leben. Ein besseres Leben. Sie denken, sie würden da, wenn sie rein können, haben sie ein besseres Leben, eine bessere Zukunft für 3 Tage. Und sie werden herabgeschaut, sie werden getreten, sie werden zertreten, sie werden ausgelacht, sie werden gepeinigt, beleidigt, geschlagen. Doch trotzdem, sie sind standhaft. Was für eine Standhaftigkeit, was für eine Willenskraft, was für eine Hoffnung, was für ein Glaube, dass sie da sich nicht bewegen. Sie hungern, sie dursten, sie frieren, aber sie bleiben vor Ort, vor den Toren Europa, USA, voller Hoffnung. Die Hoffnung wird nie verloren gegangen. Der Glaube auch nicht, dass sie rein können. Warum? Damit sie ein besseres Leben haben, vielleicht. Dass sie eine gute Zukunft haben. Was sie alles tun, was sie alles tun können. Der hoffnungslose Mensch, der keine Hoffnung hat, ins Paradies zu gehen, hat Hoffnung, dass sie vielleicht in die USA rein können oder Europa, wo sie herabgeschaut werden. Wo sie ohne Menschenwürde behandelt werden. Keine Menschenwert haben. Wie ein Vieh stehen sie davor. Da verhungere ich lieber in meine Heimat in Würde. In Würde. Ich muss niemand anflehen. Der Mensch hat wegen Egoismus, Materialismus, Hoffnung auf ein besseres Leben, all seine Würde verkauft. All sein Menschenwert in die Hand von Shaitan gegeben. Lebe in Würde, sterbe in Würde. Lebe in Armut, sterbe in Ehre. Doch Ehre und Würde kann man nicht essen, Scheich, sagen sie. Ehre und Würde gibt uns kein besseres Leben, sagen sie. Wer Allah vergessen hat, hat ihn Allah vergessen. Wer Allah verlassen hat, hab ich ihn verlassen, sagt der Herr. Wer sich an mich erinnert, ich bin immer in Erinnerung an ihn. Wer sich auf mich verlässt, ich lasse ihn niemals fallen, sagt er. Aber sie verlassen sich der Güte, diese Führungspersönlichkeiten der Länder, der Regierung, Gnade, Barmherzigkeit und Gunst. Was für eine Peinlichkeit. Vor der Barmherzigkeit, Gunst, Gnade, Güte Gottes haben sie keine Hoffnung. Auf diese Güte Gottes haben sie keine Hoffnung. Aber diese Leute
Und so werden sie bestraft, Selim. Sie werden bestraft durch Peinigung, Steinigung, Beleidigung, Herabschauung. Sie stehen, sie sitzen, sie schlafen, sie essen, sie trinken im Schlamm. Würdelos, wegen 1%. Und alle Menschen haben diese Kraft der Hoffnung. Aber sie haben keine Hoffnung für das Paradies. Und Allah sagt, kommt in meine Paradiese, was macht ihr da? Kommt in meine Richtung. Ich bin der Gütigste. Ich bin der Barmherzigste. Und ich bin der Reichste. Ich bin die gebende Hand. Aber sie wollen diese Tür nicht betreten, diesen Weg nicht gegangen sein. Warum nicht? Kein Interesse. Wir leben hier auf Erden und alles, was wir zu bekommen haben, haben wir von dieser Erde zu bekommen, sagen sie. Na dann, lebe und sterbe in Schlamm und ohne Würde und ohne Ehre. Das ist die Strafe, das du verdient hast. Acht Paradiese gibt es. Acht. Und dabei warten acht Pforten von acht Paradiesen. Und die sind unvorstellbar hoch und breit, die Pforten. Und wer es geschafft hat, am Tag des jüngsten Gerichtes sich rein gewaschen zu haben und in das Paradies rein zu dürfen. Und alles Paradiesvolk wird stehen da vor diesen acht Paradiesen. Nicht in Schlange, nicht wie vor den Toren von USA, USA oder Europa. In ohne Würde, nein, voller Würde, in eine göttliche Ehre von Allah geehrt, werden die Menschen da, die Paradiesmenschen da vor den Paradiesen stehen, voller Würde. Und die Engel werden sie loben und lobpreisen. Was für ein schönes Volk. Die das geschafft haben, durch diese Pforten rein zu können. Nicht in Schlangen und in Gedränge. Ahmed, geh schlafen. Nicht in Gedränge, nicht wie in dieser Welt. Wegen ein Stück Brot, ein Glas Wasser stehen sie wie Bettler vor diesen Toren Europas, Amerikas. Nein. Du stehst in aller Würde, in größter Ehre und Würde, stehst du vor den Toren des Paradieses. Allah wird dir das geben. Dich mit Würde und Ehre, was die Engel nicht bekommen haben, bekleiden. Und du wirst davor stehen, ohne Gedränge, ohne in Schlange zu stehen, nebeneinander. Warum? Acht große Paradiese, die Pforten, das ist eine allgemein, das sind wie Autobahnen für 700.000 Paradiese da drin. Auf der Autobahn, sagt er, eine Autobahn führt und dann gibt es immer Ausfahrten in einen anderen Weg, auf einen anderen Weg. Ausfahrt, 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 rechts oder links, Ausfahrten. So, eine Pforte eines Paradieses von acht.
endlose Eingänge für das eigene Paradies von jedem. Jede Ausfahrt ist ein Eingang in dein Paradies, in sein Paradies, in mein Paradies. Da gibt es kein Getränke. Was für ein Geschenk, was für eine Gunst des Herrn. Und du würdigst das nicht mal, das eine Gedanke. Du machst, sperrst dir alle Wege, die ins Paradies führen, öffnest alle Wege, die dich in die Hölle führen. Ja, ich habe keine Geduld gehabt, Shay, und Hoffnung auch nicht. Und ich war ein bisschen schwach und labil und war nicht so standhaft. Wirklich? Wenn es darum geht, dass du in den USA vielleicht ein Visum bekommst und rein darfst, damit du ein besseres Leben für 3 Tage hast. Etwas besseres Leben. Und das ist nicht gewiss. Stehst du jahrelang. Ich war in Mexiko, ich habe die Leute gesehen aus allen Afrika, Teilen von Afrika, Madagaskar, überall gekommen sind, in Schlamm schlafen, leben, essen, trinken und betteln, damit sie in die USA dürfen. Wir haben das in Balkan gesehen, in Türkei, an den Grenzen Europa, mit Kindern, in einem Rollstuhl. Ist der Mann, er kann nicht schlafen, ist auf einem Rollstuhl, will aber nach Europa. Pfui und Schande. Lieber sterbe ich in meiner Heimat, aber in Würde. Für sowas hast du Hoffnung. Und standhaft bist du, Ehrgeiz hast du und Willenskraft auch. Aber wenn es um den Weg Gottes geht, plötzlich kannst du alles nicht mehr. Du bist sowas von schwach. Das ist eine Lüge, mit der man sich selbst betrogen hat. Aber nicht den Herrn. Schaut mal, was er uns aber gibt. Kein Gedränge, kein Kontingent für das Paradies. Alle können rein, sagt Allah. Alle. Wie viele Menschen ich, wie viele Seelen ich erschaffen habe, so viele Paradiese habe ich erschaffen, bevor ich diese Seele erschaffen habe. Sein Platz ist gewiss. Die Endlosigkeit, die Glückseligkeit, das bessere Leben, die gute Zukunft ist schon gewiss. Ich habe alles vorbereitet für den, der es glaubt. Und der sich ein bisschen bemüht. Da steht niemals nicht ohne Visum. Es gibt kein, es braucht kein Visum. Kein Kontingent. Wenn 40 Milliarden Menschen erschaffen worden sind, dann 40 haben ihr eigenes Paradies. Die Paradiese warten auf euch. 8 Hauptparadiese. Innerhalb dieser 8 Hauptparadiese 700.000 spezielle Paradiese. Und jeder hat seinen Weg, sein Paradies. Sein Weg, seine Ausfahrt oder seine Einfahrt durch diese Haupttoren, die ihn in sein Paradies führen. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Der Papst möge kommen und auch zu hören. Er hat auch keine Ahnung davon. Und wenn alle da stehen, alles Volk der Paradiese, die dürfen erstmal aber warten. Auf wen? Levlake, Levlak, Lema Halaktu Levlak. Auf den, das für ihn alles erschaffen wurde. Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem Hazir salat tazimen li hakka ya Seyyidina Muhammed. Und er wird kommen und vor den
Toren der Paradiese stehen. Öffnet, wird er sagen. Wenn er nicht reingeht, kann keiner reingehen. Er muss den ersten Schritt machen. Sayyidina Muhammad. Wenn er nicht diesen Schritt macht, kann keiner reingehen. Die Türen sind zu. Öffne. Wer ist da, wird der Wächter des Paradieses sagen. Ridwan alaihissalam, der Engel. Der Engel, der große Engel, ist auch ein Prophet, Engelprophet. Er wird der Wachmann sein an den Toren des Paradieses. Wer ist da? Es ist mir verboten, das Tür vor die Pforten des Paradieses, der Paradiese zu öffnen, bevor nicht der Meistgeliebte in der göttlichen Gegenwart geklopft hat an der Tür. Er steht vor dir, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dann mit Ridwan alaihi salam alle Pforten öffnen und sagen, willkommen, O Muhammad, willkommen. Was für eine Ehre, seit einer Ewigkeit, auf die wir warten, dein Kommen. So wie er den ersten Schritt reingemacht hat in das Land, sind sie alle Paradiesvolk, wird sich in sein Paradies befinden. In dem Moment. Alle sind in ihre eigene Paradiese. In dem, du brauchst nicht mal laufen. Subhanallah. Und sie werden sich nicht mal komisch fühlen, alles neu, alles so anders. Und muss man erstmal sich integrieren? Nein. Von dieses Haus auf Erden in das andere Haus. Nein, sie werden, ich habe oft gehört, manche, so viele Menschen sind gekommen, sie haben gesagt, Sheikh, das ist aber ein komisches Gefühl. Also, ich denke, ich habe das Gefühl hier, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause angekommen, habe ich oft gehört. So, genau dieses Gefühl, warum sagen Sie, jetzt öffnet sich das uns, für mich auch, neu, warum Sie das gesagt haben? Weil das ist ein Gotteshaus, das ist eine Versammlung für Allah, im Namen Allahs, und dieser Kreis ist für Allah. Und das ist hier, ist für jeden der Sitz. Eigentlich sitzt jeder hier in sein Paradies, aber hat keine Wahrnehmung. Subhanallah, ich höre mit. Sagt er, weil man das nicht, weil es einem nicht bewusst ist, im Unterbewusstsein. Kommt das Gefühl aus dem Unterbewusstsein heraus. Man kann es nicht definieren, identifizieren, ja? Beschreiben. Man sagt einfach, ich fühle mich hier wie zu Hause angekommen. Und das ist das Geheimnis, das sich jetzt uns lüftet oder öffnet. Beides ist gleich. Weil wir, so wie wir in ein wahrhaftige göttliche Versammlung uns zusammengefunden haben, haben wir uns in unserem eigenen Paradies eigentlich gefunden. Subhanallah. Was für Geheimnisse und Weisheiten sich verstecken. Yasir, listen to me. Das wird dir kein Al-Azhar-Professor sagen können. Ja. Live Connection. Canlı yayınla.
Daher kommt dieses Gefühl. Man sagt einfach, ich bin bis zu Hause angekommen. Ja, woher willst du das wissen? Weiß ich nicht, aber das Gefühl. Endlich angekommen, sagt er. Genau das werden die Paradiesbewohner, wenn Sayyidina Muhammad den ersten Schritt gemacht hat in das Paradies hinein, werden sie sich alle in ihre eigene Paradiese gefunden haben. Und dann keine komische Gefühl, keine, also neu, man muss sich integrieren, man muss sich erstmal gewöhnen, gibt es nicht. Bumm, wird man sagen, ich bin zu Hause. Endlich. Als ob man von einer Reise wieder zurückkommt und Koffer reinschmeißt in die Wohnung und dann auch sagt, endlich zu Hause. Mein Bett, mein Kissen, meine Schuhe, mein Bad. Stimmt? Ja. Ja. Auch wenn das unaufgeräumt ist, trotzdem ist es mein Bett, meine Wohnung, mein Haus. Weil überall fremd war. In deine eigene Wohnung, in dein eigenes Zimmer bist du Freund, bekannt. Und so wird man sich, wenn man sich in seinem eigenen Palast befunden hat, bumm, ich bin zu Hause angekommen. Endlich, was war das für eine schreckliche Reise? Pah, dieser ganze hier in der Welt, diese ganze Reisen und Erlebnisse, ganz schrecklich. Endlich wieder zu Hause. Was für Gunst Gottes. Und du zeigst kein Interesse. Machst alles zu. Machst alles, was verboten ist, damit diese Wege, die ins Paradies führen, zu sind. Voller Stau. Du kannst keinen Schritt mehr da in diese Richtung machen. Und alles Verbote nimmst du als Gebote und du machst alle Türen, die in die Hölle führen, auf. Oh, ist ja niemand, alles so also locker, es geht ganz schnell, ja, ohne Stau. Der Satan geht dir vor und öffnet deinen Weg. Geht mal alles zur Seite, da kommt ein Idiot. Ein, wie sagt man das hier, Dingsfahrer? Amoklo, hä? Hä? Geisterfahrer. Geisterfahrer? Gibt es noch einen Namen? Hä? Katholischer? Hä? Falschfahrer. Hä? Amokfahrer. Falschfahrer. Amokfahrer. Hä? Falschfahrer. Mit dir? Schweizerisch. Falsch. Falschfahrer. Falschfahrer. Habe ich nie gehört. Geisterfahrer. Geisterfahrer. Geht da zur Seite. Er muss schnell sein Ziel gefunden haben. Na, wenn das so ist, Sheikh, wie schaffen wir es dann, in das Paradies reinzukommen? Dann zeig uns den Weg. Ja, das ist der Weg. Die Versammlung für Allah, dies hier ist eine Versammlung im Namen Allahs, Gottes und für Allah. Und nur in solchen Versammlungen für Allah, die stattfinden, kann man Ticket für das Paradies sich holen. Das ist Geschäh, ist das richtig? Geschäh? Faisal, Geschäh, ist das Französisch? Geschäh, wo Tickets verkauft werden für irgendeine Reise. Das ist Geschäh Gottes für das Paradies. Wer hier reinkommt, holt sich sein Ticket. Nirgendwo anders. Was ist das in Deutsch? Schalter für dein Visum. Dein Visum bekommt sie hier.
oder dein Ticket musst du dir hier holen. Und wenn wir dann zusammengekommen sind, Haji Michael, wir sollten uns in einem Kreis befinden. Deshalb sagt man Gotteskreis. Warum dieser Kreis? Weil alle Engel stehen, sitzen im Kreis. Und bevor du gekommen bist in diese Versammlung, bevor ihr da seid, sind Engel da, die für diese Versammlung auch bestimmt worden sind. Bevor du gekommen sind, bevor ihr gekommen seid, sind die Engel schon da und stehen im Kreis. Von hier bis sieben Himmel hoch, bis in die Gegenwart Gottes, Kreise der Engel von diesem Ort. Und die sind jetzt da. Diese Kreise gehen nach bis sieben Himmel hoch, bis in die Gegenwart Gottes. Der Segen ist, bevor du gekommen bist, ist schon geschickt worden. Und ihr wisst nicht, wo ihr seid. Ihr habt keine Ahnung, schlaft, pennt, setzt so. Deshalb, ich wurde ermahnt, dass jeder sitzt jetzt im Kreis. Wenn nicht, kann er gehen. Das ist kein Adab. Die Engel sitzen so und du sitzt so. Du musst dich unbedingt anlehnen. Halbe Stunde schaffst du das nicht. Und wenn du Zikr machst, sie machen auch Zikr. Damit dein Zikr akzeptiert wird, sind sie da. Sie sind die Rektoren. Sagt man das? Lektoren, nicht Rektoren. Lektoren. Wenn du einmal Allah gesagt hast, hat der Engel, der für dich gesandt worden ist, schon tausend Allah gesagt, in deinem Namen. Und das geht in die andere, die höhere Kreis rein. Und der macht 2000 Allah, das wie ein Echo, in das andere Kreis, da über diese Kreise, über dieser Kreis, verdoppelt, dein Allah sagen, jedes Wort wird verdoppelt, bis in die göttliche Gegenwart, bis es angekommen ist. Und ihr denkt, ihr seid zum Spiel hier. Ich schlafe lieber zu Hause, hab keinen Bock. Gut. Und nicht dein Allah sagen, sondern der Engel, was er für dich gesagt hat, kommt rein in die göttliche Gegenwart. Weil wenn die das sagen, in deinem Namen ist es rein. Wenn du Allah sagst, während du Allah sagst, hast du schon, deine Gedanken sind woanders schon. Bei deinem Kind, bei deiner Frau, bei deiner Arbeit, bei deiner Hausschuh. Aber ein Engel, wenn er Allah sagt, er hat nur Allah im Sinn. Und das wird reingewaschen und dann weiter. Dieser Kreis hier, wie ein Strudel geht es nach bis in die göttliche Gegenwart. Und die Zikr-Leute, Zakirun, also die Sufis, die immer meditieren, wenn sie am Tag des jüngsten Gerichtes stehen, wo auch all die anderen Gläubige stehen oder die Menschen, sie werden anders leuchten als die anderen.
von oben, von aus der göttlichen Gegenwart hinunter, wird so ein Rachme, nur Licht Gottes, landen auf sie, so dass alle anderen Menschen sagen, bitte gib mir etwas von diesem Licht, teile es mit mir. Sie werden ganz anders aussehen und werden sie schwitzen und werden sie leiden unter der Hitze der Sonne, die so runtergekommen wie die Lampe hier über uns. Die werden schon hier gequält werden. Die ihr Zikr, die Kraft, das Licht der Meditation, was heute gemacht wird, wird euch wie ein Schirm Gottes sein. Und dieser Lichtstrahl wird euch beschützen vor all den schlimmen Umständen des jüngsten Gerichtes. Und wenn du im Paradies bist, werden die anderen Paradiesmenschen sagen, was für ein schöner Mensch, lichtvoller Mensch bist du. Bitte lass mich mit dir zusammen sein. Weil ohne dein Licht ist sogar im Paradies für mich dunkel. Was du alles bekommen wirst, von einfach hier bescheiden sitzen, nur einfach Allah zu sagen, diese halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden geopfert hast für Allah. Was für ein Segen dir das wieder zurückkommen wird. Und sie sitzen im Kreise, weil der Engel in Anstand, das ist Anstand, Sitzform. Sie sitzen im Kreise, deshalb haben wir auch im Kreise zu sitzen, damit das übereinstimmt. Und jeder Engel, Heiliger Michael, jetzt kommt neue Information, jeder Engel wird von jedem sein Gestalt angenommen haben. Stellt euch vor hier, was für ein Glück, wie sein Engel wird immer so hier so protzen über die anderen hier. Ne? So geht das hoch, dein Gestalt, dein Antlitz, deine Silhouette in Engel wird in die Gegenwart Gottes und der Herr wird sagen, oh, Haji Michael ist da. Haji Ahmed ist da. Haji Rauf ist da. Ja, ich wollte rauf zu dir, oh Herr, aber lass mich nicht wieder runter. Ab, ab, ab. Und ihr steht vor den Grenzen der reichen Länder und hofft euch eine bessere Zukunft. Und ihr werdet gepeinigt, beleidigt, ausgelacht, geschlagen. Kein Wert gegeben. Alles ist euch egal. Alles ist anzunehmen, nur damit ihr sein könnt. Lebe und sterbe in Armut in dein Land. Und Allah sagt, kommt in meine Paradiese, da gibt es kein Kontingent. Jeder willkommen, alle willkommen. Und ich habe schon für alle, der kommen will, habe ich schon ein Haus, ein Garten oder sogar ein ganzes Universum, ganzes Paradies wird ihm gehören, vorbereitet. Jeder ist eingeladen. Und kleinste Paradies für den, der erst nur so viel geschafft hat. Ist wie hier, wie viel du gesät hast, wirst du ernten. Wie viel du gearbeitet hast, wirst du, wie nennt man das, verdienen.
Dein Paradies muss größer sein als meins, sonst passt du nicht rein, Haji Mikael. Aber keine Sorge, sagt er. Das kleinste Paradies ist 10-mal größer als diese Welt. Wird es dir nicht reichen? Dann mach es mehr. Dann mach mehr. Möge alle uns recht leiten, führen und alle Wege ins Paradies öffnen. Und dass er uns unterstützt, dass wir den Weg nicht verloren haben. Allahu, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi ma mara layali wa tuna dawam Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi ma marra layali wa tunat dawam Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi ma marra layali wa tulat dawam Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah
Allahu, 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 Allah. Only one Sultan. Hürmetül Habib el-Fatiha. Tegabbelallah.